in diesem Video. Aber ja, Rubin, wie ist denn deine Sicht jetzt vom Spiel hier so? Du hast ja jetzt schon einige gespielt und du bist ja... Du warst ja vorher nicht so... Naja, geflasht. Meine Lieben, ja. Herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Purpur mit der guten Rubin, die mir anfeuern will, wie ich jetzt ein Flamingo fange. Los, feuer ihn an, mein Koroleo. Und ich bin doof, weil ich hab nicht gewechselt. Ich hab meinen. Ich hab Nelly vorne. Schwierig. Wir wollen mal nicht darüber diskutieren. Wir werden jetzt mal kurz rüberwechseln. Denn ich möchte. Ja. Ich wollte gerade sagen, Koroleo macht seine Aufgabe. Feuer ihn an und jetzt schläft es ein. Wow. Danke. Danke für gar nichts. Ja, so, ich würde sagen, wir machen einmal einen Rucksucki. Richtig schön ins Gesicht. Yeah. Oh mein Gott, der macht Doppelkick. Oh mein Gott, sieht der viel mit Doppelkick ab. Genau, Feuer an, Koroleo. Feuerst du gerade das Flamingo an? Dieses Flamingo macht gerade mit Level 5 mein Mochen kalt. Ich glaube, mein Koroleo feuert auch das Flamingo an. Melly! Komm, du musst Melly anfeuern, Koroleo. Oh nein, nicht Donnerschock. Kein Doppelkick. Ah ja, dude, okay, Doppelkick macht gar kein Damage bei Melly. Weißt du was? YOLO, ich fange jetzt mit dem Pokéball. Komm, gönn. Ich bleib hier vor und ich halte zu. Komm, ich halte zu. Und dieses Flamingo ist nicht drin. Wie sah das denn gerade bei dir aus? Das sah ganz weird aus, was du getan hast. Und das Pokéball war auch am Fliegen, also ich war im Gesicht vom Pokéball. Können wir das jetzt bitte einfach fangen? Es ist ein fucking Flamingo. Los! Ich halte es fest. Mann! Ich bringe es gleich um, ey. Ist mir egal. Guck mich an. Mann, bleib da einfach drin, du blöde Flamingo-Ding. Koroleo, Feuer ist an. Los! Möchte kein Tackle, Mann, Junge. Melly ist Level 13. Die haut das Ding um wie Buddha. Du musst jetzt drin bleiben, Junge, sonst bist du tot. Willst du sterben? Aha. Sehr gute Wahl, Flaminko. Flaminkno. Guck mal, Koroleo hat gut angefeuert. Ja, ja, merke ich. Flugkampf nehme ich auf jeden Fall mit. Und das wird natürlich... Jenny. Du bist in nichts versch... Ach nee, da bist du. Du hast dich teleportiert. Mach ich doch gerne. Das merke ich. So, Jenny ist mit im Team. Also noch nicht ganz, aber ich werde es wahrscheinlich im Team mitnehmen, wegen Flug und Kampf. Ist auf jeden Fall ganz nice. Wir haben jetzt hier Pflanze, dann haben wir hier das. Boah. Taffy ist Wasser, möchte ich gerne drum halten. Ganz ehrlich, Nelly, du hilfst mir nicht viel im Kämpfen, leider. Deswegen nehme ich dich erstmal raus. Gut, damit haben wir Flamingo mit... Oh Gott, Nelton. Ich würde aber sagen, komm mal nochmal mit, Rubin. Wir haben noch einen Trainer, den wir auf jeden Fall machen sollten. Ja. Ach, warte mal, kommen wir hier überhaupt hoch an dieser kleinen Steinwand? Natürlich nicht. Nee, da oben meinst du. Ja, da oben ist der... Ich weiß nicht, ob ein Trainer ist. Aber er sieht sehr verdächtig aus. Warte mal, kann ich mich irgendwie hochschieben? Habe ich hier ein Pokémon? Als ob. Ja, du kannst je nachdem, wenn du auf ein Pokémon wirst, du wirst ja die ganze Zeit teleportiert. Wenn du gut wirfst, kann es dann passieren, dass du irgendwo hoch teleportiert wirst. Ja, Rubin, so schnell wie du brauchst, ne, bin ich schon oben. Weiß auch gar nicht gerade, wohin ich teleportiert bin. Was war das denn? Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, dieser Sound. Ach, ich brauche den Trainer nicht. Ich bin levelmäßig hoch genug. Hey, guck mal. Ich bin der Allerstärkste der Region. Ja, das will ich mal sehen hier. Zeig mal, was du hast. Oh ne, der hat ein Flamingo, oder? Nee, ein Wuffelt. Oh! Das darf ich haben. Verdammt. Und es gibt keine neue Form von Wuffelt. Aber Wuffelt ist so süß. Ich werde mir ein Wuffelt fahren. Dicker als Beleidigung raus. Ab, weiß nicht, hast du schon bemerkt? Ich habe übrigens diesen Pokémon aktuell dabei.
Im Übrigen, meine Lieben, ich hab das nur ja nicht erwähnt. Unsere Pokémon oder Niki hat Zauberblatt erlernt. Eine sehr gute Attacke für ihn. Und die trifft halt immer. Da ist Doppelteam komplett scheißegal. Er hat mir gerade nicht zugehört. Nö, ich hab dich auch nicht gehört, muss ich ehrlich gestehen, weil du warst sauleise. Hast du schon bemerkt? Wir haben 7 Pokémon dabei. Ach ja, wegen dem unteren, ne? Wegen Miraudon. Miraidon. So, Jenny kann diesmal alleine mal kämpfen gegen Ferkuli. Lustig, du siehst mich gar nicht, obwohl ich gerade vor deiner Nase stehe. Level 12! Okay, ich mach den One-Shot. Easy. Gut, ich mach ihn auch mal im Platz. Du hast gesagt, du bist überlevelt, Rubin? Ich glaube nicht. Der Trainer ist ja einfach fucking Level 12. Ich hab Level 13 im Team. Ja, ich hab auch Level 13 im Team. Makuhita. Oh, geil, bleib ich einfach drin. Ich verstehe eine Sache nicht. Der ist ein Kampftrainer. Warum hat der erst einen Wuchs und dann das Kampfkommando geführt? Du, wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen können. Oh, Energiefokus. Jetzt will er einen Volltreffer landen. Leider kommt der Energiefokus zu spät. Denn der Piekser wird ihn richtig in den Hintern rammen. Und damit ist er K.O. Irgendwie falsch an. Wir diskutieren nicht über die Gedanken, die ich habe. Und damit deine ist Flamingo schon 10. Deine Gedanken sowieso seltsam. Deine Gedanken der Gedanklichkeit. Die Gedanklichkeit? Du meinst, die Gedanken sind so komplex, dass die Gedanken deiner Gedanken die Gedanken meiner Gedanken nicht verstehen? Ja, so in etwa. Alles klar. Die Gedanken der Gedanklichkeit ist der Gedanklichkeit. Ich glaube, Rubin ist verwirrt. Du hast mich kaputt gemacht. Gerne doch. Oh, Trainer besiegt. Easy Snack. Hä? Da war ein Fragezeichen. Ja, so ein Fragezeichen wie bei mir wahrscheinlich. Aber Vielleicht oh! Oh nein, ich habe da eine TM vergessen. Oh wie nein! Wie kann das sein? Oh, da oben ist noch ein Pokéball. Felswurf. Oh. Ui, Felswurf ist gut. Wäre gut für dein nicht Wuffels. Vorhandenes Wuffels. Ja, genau. Ich weiß, wo man Wuffels kriegt. Aber Leute, wir sind fertig mit der Route hier hinten. Mit der Route. Wir haben vielleicht ein Teil geschafft. Jetzt kommt die nächste Route, wo ich halt. Du darfst den Leuten doch nicht die Spannung entnehmen, Rubin. Die wissen doch sowieso, dass immer eine Route, eine Stadt, eine Route, eine Stadt, eine Route. Gab's mal irgendein Pokémon-Spiel mit Stadt, Stadt, Stadt? Sag mal ehrlich, gab's irgendein Pokémon-Spiel? Wo eine Stadt kommt und Pokémon dann X, die nächste Stadt. Die erste und zweite Stadt ist direkt nebendran. Da hat man aber einen Kampf. Nee, nicht. Aber man hat eine kleine Mini-Route, Route 1 mit 5 cm oder so. Sagen. Da ist was dazwischen. Zählt aber nicht. Zählt. Also war es doch klar, dass nach der Stadt eine Route kommt. Also ist das kein Gespoiler. Oh mein Gott. Leute, habe ich euch gespoilert, indem ich sage, da kommt doch eine Route auf uns? Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier die ganzen Routen mal Rubin oder wir die ganzen Routen, sollten wir ein bisschen in der Story vorantreiben. Zumindest diese kleine Dorf schon mal entdecken, ein bisschen was gucken, was es hier so gibt. Entdecken. Entdecken kann man den Dörfern leider nicht mehr spielen. Nee, das haben sie sehr viel rausgenommen. Was auch nicht so schlimm ist, weil tatsächlich auch Sinn macht. Man kann ja nicht in jedes Haus einbrechen und sagen, hi, gib mir Geld. Habt ihr irgendwelche Items in euren Eimern? Habt ihr irgendwo da ein Item? Ach, ich klaue euch mal Geschirr. Ja, genau so ist es halt, ne? Ach, guck mal, hier ist ein Verkaufsstand zum Dahinschmelzen. Na, bist du heiß auf dem Eis? Habe ich ja noch nicht mal gesehen. Oha, Schokoeis, Mangoeis. Boah, Alter, ich krieg Hunger. Sodaeis. Eis, angenehme Konsistenz für Wasser und Feuer. Fangkraft für Wasser wird erhöht. EP normal. Das heißt EP normal. Dass deine EP normal ist. EP Kraft Wasser? Ich glaube, da werden deine Wasserattacken verstärkt. Nee, kann es sein, dass die EP von Wasser-Pokémon erhöht werden? Das müsst ihr mir mal ein bisschen erklären in den Kommentaren. Das habe ich noch nicht so wirklich verstanden, aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person, die das schon ein bisschen mehr weiß. Ach, ich kann dir zumindest sagen, was das Fragezeichen gerade eben war. Was denn? Ein Sonnenkern.
Oh. Habe ich nämlich auch nicht gesehen. Dann bin dein ich Pokémon. Da reingelaufen. Ja, mein Pokémon. Nee, ich nehme dann lieber das Trassler. Ich bin jetzt wieder in der südlichen Zone im Übrigen. Hier hinten beim Dorf gibt es noch so ein kleines anderes Abteil. Da bin ich gerade wieder einmal abgebogen. Ey, das tut mir leid, ne? Dass ich überall abbiege, ist nicht meine Absicht. Doch, ist es schon. Yeah. Ich habe schon Bock drauf. Es ist seine Absicht, Leute. EP-Bonbons! Ja, es gibt hier EP-Bonbons. Ja, das weiß ich, aber es ist geil, dass ich hier einfach so einen finde. Kraftvorrat habe ich gefunden als TM. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich? Ich bin in der Stadt auf jeden Fall, Rubin. So, hier oben geht's nicht. Ja, ich suche gerade die Stadt. Als ob ich hier oben weitergehen könnte. Das kann ich jetzt nicht machen. Hör auf. Christian, zurück. Nein, da ist schon da ist unser Ziel. Siehst du schon einen Hintergrund? Nee, ich bin komplett anders abgebogen, du. Ja, aber da hinten ist das Ziel. Weg zwei Wege Kämpfen? Zum Ziel. Echt? Oh mein Gott. Warum macht das Spiel das mit mir? Wieso liegen hier überall Pokébälle? Ich komme nicht mehr weg vom Spiel. Ich wollte ein bisschen die Stadt erkunden. Wo hängt der jetzt irgendwo in der Welt rum? Leute, das ist wie eine Sucht. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Ich bin gerade süchtig danach, diese Welt zu entdecken. Hier wächst oh. Übrigens... Ah nee, das ist ein Busch. Ich dachte schon, das wäre ein Baum. Das ist ein Baum? Die Buschhülle. Das ist ein Busch, wo es keinen Stamm geht, der existiert einfach. Ja gut, ich hätte Blätter, das jetzt... Kann ich hier runterspringen? Geisterblätter. Also ich kann hier runterspringen, aber... Na komm, Dolo. Ach nee, da sagt er nö, weißt du, aber hier... Nee, doch nee, schade. Du musst nur irgendwie richtig laufen, dann fällst du auch da runter. Also ich hab's mal... Oh. Siehst du, ein paar Mal geschafft. Oh. I know what du meinst. Netzball. Cool. Okay, Rubin, ich muss jetzt zurück in die Stadt. Ich muss erstmal die Stadt angucken. Ja, Leute, heute ist Stadttime, der Stadtfahrt. Morgen ist der nächste Fahrt. Ich komm nicht weit in diesem Spiel. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich werde. Ich glaube, wir werden unsere Schule, wenn wir Rentner sind, erreichen. Mindestens. Man hat einfach zu viel... Ah, das ist halt bei Open World schwierig, weißt du? Du willst halt entdecken. Und weiß ich nicht, die ganze Welt auskundschaften und ausfräsen am liebsten. Aber eigentlich ist es auch manchmal ja nicht so klug. Eigentlich willst du auch andere Sachen tun und... Oh. Leute, überlegt euch mal irgendwelche Themen, worüber wir diskutieren können, podcastmäßig. Weil ich glaube, es wird sonst viel Open World sein, wo der gute Shitendo durch die Gegend läuft. Es ist ja natürlich auch ein bisschen entspannt, muss man ehrlich gestehen. So ein bisschen die Welt auch mitzuerleben mit denjenigen, der das spielt. Aber es ist halt auch tatsächlich manchmal vielleicht für den einen oder anderen so, na, sagen wir mal so, nicht spannend genug. Viele wollen viel mehr Action und das verstehe ich auch. Ja, ich bin auch ein Mensch, der auch gerne viel Action haben würde. Aber es ist halt nicht immer der Fall. Leider. Und vor allem jetzt bei den neuen Spielen immer schwieriger. Unterwegs zur Akademie, vergiss nicht im Unterricht immer schön Notizen zu machen. So, das habe ich früher nie gemacht. Du? Ja, bleib mal eben stehen. Das haben die Zuschauer noch nicht gesehen. Hier, was den denn? Feuerstarter. Jetzt hast du quasi alle drei Starter. Deine Rivalin hat eins, ich habe den Starter, Feuerstarter, du hast Pflanze. Das ist sehr geil. Hast du alle drei Starter irgendwie in deinem Let's Play. Ja, irgendwie muss man die ja auch runterbringen, ne? Und irgendwann habe ich den in meinem Besitz. Oh Gott, das war... Greif an! Nee, ich lass mal die Pokémon alle so stehen. Ich möchte jetzt hier nicht so viel Pokémon mitnehmen, weil... Nö, ich habe ja angegriffen. Ich habe dich gerade beschützt. Macht das überhaupt Sinn, mit denen da ein bisschen was zu machen? Ja gut, du kriegst halt Materialien, wa? Die brauchst du auch. Ja, moin. Jenny ist doch schlimmer. Ich höre nur noch du. Jenny denkt sie so, oh, Essen. Oh, guck mal, hier sind Pokémon wieder für dich. Was? Na, hier, die mit den dicken Faustbacken. Was bist du denn? Oh, neues Pokémon für mich? Nein, ich bringe es um gerade.
Ich hab's nicht im echten Kampf gekillt. Aber weißt du, wie er jetzt gerade so guckt, so, oh, ich hab doch nichts getan. Scheiße, ich wollte's fangen. Aber zum Glück hab ich das ja nicht im richtigen Kampf angetroffen, ne? Wenn ich es im richtigen Kampf natürlich töte, ist es eine andere Sache. Dann habe ich natürlich Pech gehabt und ich darf es nicht nochmal fangen. Oder nicht nochmal antreten. Also Mobile darfst du nicht haben, weil hier läuft ein Mobile gerade herum. Mobile Phone? Ja, Mobile Phone. Dieser Gag wird auch nie jetzt zu Ende lassen. Oh, ich muss das Mobile umbringen. Ach, das ist schon down. Ja moin, bei mir wurde Mobile nur angezeigt. So, nochmal schön Gegengift mitgenommen. Rubin, ich bin schon wieder abgebogen. Ich merk's. Lol, hier unten ist ja noch ein Trainer. Ja stimmt, die Trainer habe ich ja jetzt ausgelassen, ne? Ja, habe ich aber auch. Ja, aber wir nehmen die mal mit. Ein Hausmeister wollen wir mal anschauen. Der hat ein schönes Schlupfuck. Oh Gott, da passt viel im Maul. Wollen wir das wissen? Vielleicht. Gibt's vielleicht Interessenten? Wer weiß. Welche Level sind denn die bitte? Oh, Gena ist schlecht. Ich möchte eigentlich jetzt nicht schlafen, du. Level 5! Und eben haben wir gegen Level 12 gekämpft. Okay, die Level-Kurve ist ziemlich interessant. Los, Taffy, mein langer Schlong. Du weißt, was du zu tun hast. Spritz ihn nass. Oh, wow, schon wieder Gena. Warte mal, Ena hatte Insomnia die Fähigkeit. Warte mal, wer hatte Insomnia nochmal? Ach, das Pokémon ist nicht mehr dabei. Cool. Schon sagt, vielleicht hast du es auch rausgenommen. Ja, ich hab's leider schon rausgenommen. Na gut, dann muss Taffy halt eine Runde schlafen. Der lange Schlong hat auch genau genug gemacht. Oder auch nicht. Ach, der stimmt, der ist ja auch besiegt. Der hat ja nur ein Pokémon, ich Dödel. Viel Spaß beim Unterricht. Ich mag keinen Unterricht mehr. Ich bin raus aus der Schule. Junge, ich bin 23 Jahre alt. Ich gehe doch nicht mehr auch mal in eine Schülerin. Sehe ich so aus? Außer ich wäre Lehrer, denn... Na, wer hat was anderes? Ich wollte gerade das Kind mit einem Pokémon angreifen. Also richtig angreifen, wie man wilde Pokémon angreift. Scheiße, ich bin auch... Ich warte da mal hier auf dich. Ich stelle mich manchmal aber auch an wie so ein Besen, ne? Ich warte auf dich. Es ist so ein Flair geraten. Ohne Witz. Ich weiß nicht. Und du greifst da keinen, ja nicht die anderen Trainer an? Nee, ich bin levelmäßig ziemlich ja höher und zweitens begleite ich dich ja auch nicht. Ja, gut, du hast ja auch nicht den Druck, dass du, wenn du stirbst, ne, dein Pokémon verlierst. Okay, das war ein bisschen zu schnell gedrückt. Warum du hätte ich, du hast eine andere Attacke eingesetzt, aber ganz ehrlich, Level 4. Was soll denn das? Das ist ja eine Beleidigung. Ja, da habe ich eine aus meiner Klasse besiegt, leider. Schade. Der hätte sich mal Mühe geben sollen beim Pokémon fangen. Gute Freunde. Naja, klar. Die müssen schon meine Härte spüren. War ich hier oben jetzt? Ja, ne? Oh Gott, jetzt fängt es schon an. Ich bin schon wieder lost. Ich weiß nicht, wo ich war und wo ich noch hin muss. Hier oben war ich noch nicht. Hier ist noch eine Trainerin. Es geht nicht anders. Es ist wie ein Rausch. Ich merke den Rausch. Klonkret ist von Schwert und Schild, ne? Okay. Ja. Das komme ich in Pokémon. So, was hat sie noch? Außer ein Klonkett? Ja, wurde besiegt. Ach so, wow, gar nichts. Tabea, das war schwach. Oh, je. Man muss ja auch alles mitnehmen, was es hier so gibt. Ich merke es. Darum habe ich nochmal eine TM oder ein normales Item. Ja, wie gesagt, es ist halt wunderschön an sich hier. Und da ist nochmal eine TM, ich glaube, ich spinne. Man findet halt echt viele TMs und vor allem Sternschauer findet man viel hier. Ich habe jetzt schon die dritte TM. Dann ist das wahrscheinlich wieder respawn, keine Ahnung. Nee, ich bin jetzt woanders tatsächlich.
Aber das dritte Mal habe ich das schon gefunden auf der ganzen Map. Ja, gut. Die werden ja auch verbraucht. Naja, deswegen ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass man dann mehr davon bekommt. Und hier nochmal ein Trank. Ich bin übrigens schon Richtung Stadt in der Nähe. Boah, eigentlich will ich nicht gegen den Pummel kämpfen, aber komm, ganz schnell nimm mal mit. Komm, Flamingo ist stark. Ey, Flamingo ist wirklich... Also Jenny macht hier Arbeit, die ist nicht zu unterschätzen. Muss man einfach so gestehen. Oh, hier hinten ist noch jemand. Bist du ein Trainer? Ja, oh ja, alles klar. Das ist die Mauer, wo ich ja gesagt habe, wenn du da lang kommst, kriegst du nichts. Da gibt's nichts? Nee. Ich bin ja auf der anderen Seite. Ja, ich war auf der anderen Seite. Ich hatte da nichts gehabt. Und dann durfte ich den ganzen weiten Weg wieder zurücklaufen. Ja, die Leute wollen aber sowas Spannendes sehen, Rubin. Das muss man denen zeigen. Ja, total spannend. Wie du eine Mauer entlangläufst. Erst hin und dann wieder zurück. Komplett spannend. Leute, findet ihr das spannend, eine Mauer entlang zu laufen und dann zu merken, dass du wieder zurücklaufen kannst? Definitiv, hallo. Klar, Wangenrubbler. Ich habe eine geile Alternative gefunden für Donnerwelle. Gefunden vor allem, bekommen. Du findest die Sachen. Das wissen wir alle. Nee, die habe ich tatsächlich bekommen für mein Pokémon. Für... Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Tut mir leid, ich muss das lang gehen. Ich muss es selbst wissen. Unterhalb ist was. Ja, stimmt. Hier ist eine Treppe nach unten ins Wasser. Ja. Wie lange nimmst du jetzt schon wieder auf? Was sage ich dir denn schon? Nee, ich frage jetzt nur mal eben... Weil ich wissen will, was dein Part ist. Ob du jetzt den ganzen Part erkundet hast. Ja. Also, sagen wir mal so, wie gesagt, dieses Open-World-Spiel muss man halt einfach in dem Sinne wahrscheinlich genießen. Ich werde viele Sachen versuchen rauszunehmen und einzukürzen, einfach damit es halt nicht so dauerhaft das Hintergrund ist. Doch da unten das Item. Geht zurück. Da unten Treppe das Item. Da unten ist denn doch ein Item? Ich hab da eben eins gefunden. Ja, mir wurde nichts angezeigt. Deswegen bin ich da unten nicht lang gegangen. Mir war eben eins da gewesen. Naja. Nö, bei mir ist da nichts. Witzig, sind die Items ohne verändert? Wer weiß. Vielleicht ist das noch nicht gespawnt. Oder du hast es total erwischt. Oder ich bin blöd. Vielleicht bin ich auch auf der ganz anderen Seite, weißt du? Vielleicht bin ich auch einfach nur blöd und hab was anderes im Kopf gehabt. Joa, kann halt passieren, ne? Ist halt nicht so weiter schlimm und tragisch. Oh, guck mal, da oben ist nochmal ein Item. Aber ja, Rubin, wie ist denn deine Sicht jetzt vom Spiel hier so? Du hast ja jetzt schon einige gespielt und du bist ja... Du warst ja vorher nicht so, geflasht. Das Problem ist einfach, mir fehlt die Story einfach nicht. Oh, mein Trotz ist erwacht. Also, wie gesagt, das ist ja bei dir, du hast ja jetzt auch, wie du eben gesagt hast, mit der Story, die fehlt halt ein bisschen. Es kommt später nämlich vor, dass wir tatsächlich nicht viel mehr von der Story haben, weil halt viele abwegig ist durch diese Arena-Sammeln hier und da, um die verschiedenen Wege zu gehen. Das kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, da du ein Story-Kind bist, ist es für dich halt viel, viel, was das Spiel halt, weil dein Spielspaß dir nimmt. Und ich hab halt, oh, hier sind Frubbels. Hast du Frubbel schon? Nein, danke, ich will dieses Vieh nicht. Wieso, das ist gut. Frubbel Fruyal ist gut. Ich hab das zumindest noch nie gemocht. Echt? Okay, krass. Ja, also, wie gesagt, man weiß ja auch nicht, wie die Story ablaufen wird, weil ich bin ja bin quasi nach der Akademie jetzt. Das dauert noch, bis wir das erreichen. Deswegen kann ich mich auch nicht gerade spoilern. Und, ja. Und bei mir ist es halt wirklich, ich
bin kein so großer Erkunder, meistens, wenn es nicht so viele zu entdecken gibt. Und storymäßig. Oh, sorry. Aktuell ist nur. Unser guter Cristario läuft durch die Gegend und findet immer neue Pokémon. Das stimmt. Also, wie gesagt, es ist halt. Also, ich bin sehr zwiegespalten beim Spiel. Ich hab ja auch am Anfang. Also, ich bin sehr positiv überrascht. Zum einen wegen alleine schon im Multiplayer. Das habe ich ja schon erwähnt in dem kleinen Review an die Leute, die vom Review da sind. Hallöchen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dieser Multiplayer funktioniert halt einwandfrei. Und du kannst halt mit der Welt draußen, mit dem jeweiligen Freund, Freunde, was auch immer, Spaß haben in einem Pokémon-Spiel. Das, was man sich eigentlich gewünscht hat. Das, was ich halt gerne auch gemacht habe wegen Pixelmon. Weißt du, wir haben ja Pixelmon als Stream-Projekt gehabt. Und das halt, das ist halt das, was ich gut finde am Spiel, wo ich sage, das Spiel hat dadurch sehr viele Pluspunkte gewonnen bei mir. Aber diese krasse Open World ist mir zu viel tatsächlich, bin ich ehrlich. Es ist schön, es macht Spaß, die Sachen zu erkunden, aber es ist zu viel, meiner Meinung nach. Du kannst halt überall nachgucken und überall suchen. Das ist fürs Let's Play natürlich ein bisschen, langweilig, wenn man es so... Man kann es halt sagen, es ist halt dann langweilig für die Zuschauer, wenn man nur herumläuft. Für den Spieler selbst, wenn ihr das selbst spielt, sage ich euch so, wie es ist, ihr läuft genauso bekloppt wie ich hier rum und denkt euch, Alter, geil. Zumindest wenn ihr das so... Weiß ich nicht, wie Spielgefühl ihr habt zu diesem Spiel oder die Bindung zu einem Pokémon-Spiel. Das große Problem, was ich halt hier sehe, und das, wo es, glaube ich, mir ein bisschen bestätigt ist, die Leere. Das ist nämlich das große Problem bei Open World, dass die ganz groß haben, aber zu leer sind. Und wenn jetzt nur überall Pokémon sind und du quasi von irgendwo hingehst und du findest nichts da. Das kann ich. Dann auch, Ja, sagst du, Ende. Nee, das ist dann auch irgendwie dann enttäuschend und das macht dann, nimmt dann auch wieder ein bisschen den Spaß mit. Was würdest du jetzt sagen? Also wie du meintest jetzt wegen der Größe der Map, ne? Dass halt viele Sachen halt dadurch viel leerer wirken, kann ich nachvollziehen. Gibt es tatsächlich auch Bereiche, die ich schon gesehen habe? Und das ist halt auch das Problem, was ich halt meine, wegen der Größe. Das ist halt alles denn ein bisschen zu globig, zu grob. Da sind halt viele... Es gibt natürlich auch viele Verstecke und viele einzelne Sachen, wo dann so kleine Gebiete sind, die richtig, richtig nice sind. Aber dann auch Riesenebenen, wo halt wirklich nichts passiert. Und da ist es halt wirklich für einen einzelnen jemand wie mich oder Rubin, der das Spiel so als Let's Play spielt zum Beispiel, sagen wir mal so, recht öde. Also recht öde im Sinne für diejenigen, die zuschauen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt machen hier mit diesem LP zusammen, dass wir uns beide halt miteinander hier diskutieren und reden über Dinge, die halt so passieren, ist, glaube ich, was noch, sagen wir mal so, was so noch ein bisschen Spannung im Part reinbringt. Weswegen das halt einfach das LP so ein bisschen auffrischt. Gibt's halt bei anderen nicht, ja? Weil bei anderen, bin ich ehrlich, gibt's nur eine Sicht. Hier gibt's zwei. Eigentlich gibt's nur deine Sicht. Ja, aber du bist im Hintergrund, der halt mitspricht. Wir können uns halt im Spiel sehen, was halt auch schon viel ist. Also wie gesagt, ich finde das halt viel, viel besser. Ich bin tatsächlich echt glücklich, dass ich gesagt habe, wir machen das Let's Play zusammen. Ich sag mal so, den Multiplayer, da bin ich auch wirklich sehr überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass das so flüssig läuft. Ja, das habe ich. Das ist es halt. Aber meine Sorge ist halt wirklich, dass du irgendwann ein Punkt kommst, wo du einfach nur auch selbst gelangweilt bist von dieser Welt, weil sie halt nicht sind, weil sie mir nichts findet. Das war mein Problem auch bei Legend Arthur, die letzte Welt. Da erstmal waren es immer recycelte Pokémon. Du hast überall ein Bidiza oder sowas gehabt, ein Bamelin und was auch immer. Es hat sich alles nur recycelt. Und dann bewegten sich ja noch nicht mal die Pokémon so schön, sondern nur, als wären sie Roboter. Hier kann man zumindest Bewegung sehen. Hier hat man das Gefühl, die Pokémon sind zu 100% aktiv in der Welt und etwa. Aber meine große Sorge ist es, dass es dann wirklich wie Legend Arceus ist, dass man irgendwo hingeht und dann nichts entdeckt. Und ja,
Ja. Ja, genau. Und das ist halt das Problem, man ist halt sehr schnell übersättigt denn von der einen Stelle vom Spiel, weißt du? Wo hast halt denn nun regelrecht alles schon gefühlt an Pokémon gesehen fast. Oder allgemein auch, die Ebenen sind einfach denn zugleich oder sonstig. Und dadurch nimmt es halt ein bisschen auch an die Spannung dann wieder raus für dich. Und das war, bei mir war halt aber auch bei Legenden Arceus das Problem tatsächlich, dass diese Open-World-Stil noch nicht so fein für mich war in diesem Ausmaß. Es gab halt keine Trainer, wo halt Abwechslung gegen Kämpfe ist. Das war halt irgendwie so hierhin gemacht und das war, das reicht schon. Und das fand ich halt bei Legenden Arceus zum Beispiel sehr, sehr arg dramatisch, wo ich dann gesagt habe, wie gesagt, dass das für mich echt ein Spiel ist, wo ich sage, nö, das Spiel würde ich nicht nochmal spielen. Hier habe ich ja wenigstens noch die Abwechslung mit den Trainern, also hier haben wir ja die Abwechslung mit den Trainern vollkommen. Und ich bin gespannt, wie die anderen Regionen werden, weil ich kann es tatsächlich auch nicht sagen, ob es sich jetzt komplett ändern wird. Ob es wirklich passt zum Spiel. Aber man weiß es halt nicht, ne? Kann ja halt sein, dass es dann wirklich irgendwann sagt, ja, das passt super. Und dann kann man das miteinander gut kombinieren. Und ich habe jetzt die ganze Region übrigens abgedöselt jetzt. Wir können definitiv jetzt endlich mal in die Stadt. Ja, ich müsste mich jetzt hier irgendwo sehen. Aber meine Lieben, die Stadt schauen wir uns in der nächsten Folge an. Oh. Bist du wieder nett? Wir schauen uns das auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst trotzdem eine Bewertung da und schreibt gerne eure Meinungen rein und Themen, was ihr auch immer vorschlagen wollt. Ihr seid hier gerne offen und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao.